Dann könnt ihr auf der anderen Seite der Arena erkennen, wie dort Lucarus von Kemet kommt. Ein Mann mit bleichem Gesicht, langen schwarzen Haaren, gekleidet in einen nachtschwarzen Schuppenpanzer. In der rechten ein schwerer Rabenschnabel und ein Großschild. Sein Lächeln ist kälter als der Winter. Dürr, wächserne Haut. Seht ihr, wie er vier Schatten wirft? Und hinter ihm Allurth Mengrace, der Alchemist. Mit seinem Zylinder auf dem Kopf ein Monokel könnt ihr erkennen, wie schattenhafte Flügel aus seinem Rücken herauswachsen und ihn schützend einhüllen. Die Streiter von Tergunitot sind anwesend. Ich trete also in den Ring zu Aluris Maining Great an ihn heran. Nick ihm zu. Spricht. Mein Herr, Lucardus von Kemet wird streiten mit dem Rabenschnabel und dem Großschild. Ist dies akzeptabel? Blicke zu Jerudin zurück. Nicke. Dies ist für meinen Herrn akzeptabel. Mein Herr, Jerudin von Duckelstein kämpft mit einem Schwert. Ist dies für euren Herrn akzeptabel? Das wird genehm sein. Habt ihr sonst noch etwas anzumerken? Nichts für das Protokoll. Nun gut. Ich gebe nochmal zu und drehe mich um und verlasse den Ring. Aluth Mengrace bleibt weiter stehen und richtet sich dann an die Tribüne.